Genau, ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen ziemlich viel mit regulatorischer Kooperation auseinandergesetzt. Das soll ein maßgeblicher Bestandteil des TTIP-Abkommens werden. Und das Problem in der Sache ist im Moment noch, wir haben natürlich nicht viel Informationen, das ist ja allgemein ein Problem bei den ganzen TTIP-Verhandlungen. Es gab aber durchgesickerte, geleakte Dokumente der EU-Kommission, also da hat man schon ein bisschen Informationen bekommen können. Dann in Brüssel gibt es diese Organisation Corporate Europe Observatory, die sich auch damit auseinandersetzt, und die haben auch gute Quellen dazu schon zur Verfügung gestellt. Dann habe ich diese Woche an einem Treffen teilgenommen mit einer Expertin aus den USA, die hier in Berlin war, die sich in den USA mit regulatorischem Management befasst, wie ist das System in den USA, und die sich jetzt auch mit der geplanten regulatorischen Kooperation zwischen der EU und den USA natürlich befasst, weil das ja die USA genauso betrifft wie uns, und habe da nochmal guten Input bekommen, was da jetzt eigentlich auf uns zukommen soll. Genau, also also erstmal so ganz grob, was soll das überhaupt bedeuten, regulatorische Kooperation? Es geht ja bei TTIP darum, dass irgendwie Handelshemmnisse abgebaut werden sollen, aber da geht es ja nicht nur um Zölle, sondern es geht auch um nicht tarifäre Handelshemmnisse, und das sind zum Beispiel Regulierungen, die können technisch sein im Bereich Automobilindustrie oder aber auch zum Beispiel im Verbraucherschutz. Und diese sollen angeglichen oder verändert werden, also aber alle Regulierungen, die handelsrelevant sind. Was plant die Kommission da jetzt genau? Also es gab jetzt, wie gesagt, dieses durchgesickerte Dokument, wo so ein paar Kernforderungen der Kommission drin standen, was es genau beinhalten soll. Und es gab jetzt auch nochmal im Bundestag eine Anhörung dazu, da hat die EU-Kommission nochmal Stellung zugenommen. Also es soll quasi eine engere Kooperation stattfinden zwischen den beiden Kontinenten, wenn neue Regulierungen gemacht werden oder verändert werden, und so, dass es quasi für den transatlantischen Handel einfacher wird, ja, zu handeln quasi. Und dann soll zum Beispiel ein Frühwarnsystem zwischen der EU und den USA eingerichtet werden. Das heißt, wenn jetzt die EU plant, eine handelsrelevante Regulierung zu verabschieden als Gesetz, dann muss der Handelspartner, also die USA, frühzeitig darüber informiert werden. Dann gibt es den Beschwerdemechanismus, der behindert auch einen Dialog und Written Comments. Das heißt, dass die andere Seite sich quasi über Kommentare dazu äußern kann, was die andere Seite vorhat, sich gegebenenfalls beschweren kann, wenn sie meint, es hat irgendwelche Auswirkungen auf ihre Handelspartnerschaft. Dann enthält die regulatorische Kooperation die Erstellung von Analysen, um zu sehen, welche Auswirkungen diese neuen Regulierungen auf den transatlantischen Handel hätten. Da komme ich auch noch gleich nochmal genauer darauf zurück, weil das jetzt auch schon in den USA gang und gäbe ist, das so zu machen. Dann, auch geplant ist, dass Konsultationen mit Interessenvertretern schon stattfinden sollen in der Planungsphase von Regulierung. Das heißt, bevor irgendein Gesetz schon geschrieben wurde, wird sich vorher schon im Vorfeld mit Stakeholdern getroffen, und um zu beraten, was halten die von dieser geplanten Regulierung. Und da komme ich nachher auch nochmal darauf zurück, wer die Stakeholder denn eigentlich sein werden, aber das kann man sich ja schon ungefähr vorstellen, dass es halt mehr die Wirtschaft ist als jetzt zum Beispiel die Zivilgesellschaft. Und allgemein soll es einen sektoralen Dialog mit Interessenvertretern geben, das heißt, dass man diese Interessenvertreter einfach maßgeblich immer dann daran beteiligen wird, was sie eigentlich davon halten, wie soll regulatorische Kooperation stattfinden und was ist deren Meinung eigentlich dazu. Wir haben ja auf nationaler Ebene auch schon die Situation, dass einfach Interessensverbände frühzeitig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden werden, also schon bei der Formulierung von Gesetzesvorlagen, bevor die überhaupt in den Bundestag kommen. Inwiefern ist das jetzt einfach ausgeweitet auf die internationale Ebene, oder ist es qualitativ nochmal anders? Also das findet natürlich schon in irgendeiner Form jetzt auch schon statt, aber das ist halt, dass es internationalisiert, weil die USA dann ja mit einbezogen wird, man das dann ja quasi über den Kontinent hinweg quasi dann gemeinsam macht, und dass dann halt noch mehr Einfluss quasi im Endeffekt dadurch entstehen kann. Also das heißt jetzt nicht nur halt EU-Verbände, sondern auch US-amerikanische Konzerne, Verbände, wer auch immer, da dann mitreden kann und auch mitreden möchte. Also im Prinzip eigentlich zwei zentrale Unterschiede, würde ich mal sagen, zu dem,
man normalen Lobbyismusgeschäft in Deutschland nicht einmal, dass es institutionalisiert wird, dass man Völkerrechte wirklich festgeschrieben wird in einem internationalen Vertrag, den du eigentlich faktisch nicht mehr ändern kannst. Und zweitens, was Lisa auch schon gesagt hat, dass eben nicht legitimierte Kreise sogar außerhalb des eigenen Staatsgebietes Einfluss auf die Regulierung innerhalb des Staatsgebietes bekommen. Also US-Wirtschaftsverbände oder US-Behörden können dann quasi geplante europäische Gesetze kommentieren. Das ist wirklich schon absolut ein Quantensprung. Ja. Ich kann mal sagen, dass es quasi nicht verpflichtend ist, was da besprochen wird bei der regulatorischen Kooperation, aber es gibt bestimmte Wege natürlich, wie Konzerne das nicht für sich nutzen können. Da kommt ja gleich nochmal drauf zurück. Also erstmal, um das nur zu erklären, das soll, damit das Ganze einen institutionellen Rahmen bekommt, soll ein Rat zur regulatorischen Kooperation dazu eingerichtet werden. Das ist auf Englisch der Regulatory Cooperation Council. Der soll dann bestehen aus Beamten der EU-Kommission von der europäischen Seite beziehungsweise aus Vertretern der amerikanischen Regulierungsbehörde OIRA, die erkläre ich gleich nochmal, das ist das Office for Information and Regulatory Affairs. Die sollen in diesem Regulierungsrat sitzen, die koordinieren diese Kooperation dann und erstellen ein jährliches Regulierungsprogramm und beraten halt über diese ganzen Konsultationen, die ja machen dann mit den Interessenvertretern. Und man weiß es nicht hundertprozentig, aber es wird davon ausgegangen, dass es wirklich eine dauerhaft eingerichtete Institution ist anstelle einer Ad-Hoc-Institution. Was man bisher jetzt noch nicht sagen kann, ist, wo wird dieser Regulierungsrat seinen Sitz haben, wie viele Menschen werden da beschäftigt sein und solche Sachen, das wissen wir alles nicht. Aber auf jeden Fall steht das auch in diesem geliebten Dokument der EU-Kommission, dass die auf jeden Fall diesen Rat zur regulatorischen Kooperation dann einrichten möchten. Genau, und dann, was jetzt auch schon mal wichtig ist zu sagen, bei der regulatorischen Kooperation geht es nicht nur darum, was an EU-Recht im Bereich Regulierung gemacht wird, sondern es kann auch passieren, dass das Nationalrecht, also in den einzelnen Mitgliedstaaten, wenn dort handelsrelevante Regulierungen erstellt werden, dass die dann auch unter diese regulatorische Kooperation fallen und durch dieses Prozedere auch durchlaufen müssen. Na, und dann nur mal kurz, damit man das auch einmal gehört hat, was die EU-Kommission selber dazu sagt. Also es gab ja gerade nochmal eine Anhörung beim Bundestag und da gab es eine Stellungnahme. Und die Kommission betont natürlich, dass die Standards nicht gesenkt werden sollen, dass die EU und die USA beide durch ihre Regulierung darauf bedacht sind, Mensch und Umwelt, Natur zu schützen. Sie sagen aber, es gibt verschiedene regulatorische Strukturen und Traditionen und die sind halt für den Handel und sozusagen gerade für kleine Unternehmen seien die sehr halt negativ, weil diese Regulierung wohl 10 bis 20%igen Zoll entsprechen. Und sie betonen halt auch nochmal, dass der Regulierungsrat zum Beispiel auch selber keine Gesetze erlassen dürfte. Sie betonen auch, dass sie sich gleich mit Wirtschaft wie auch mit Zivilgesellschaft treffen würden. Und der Regulierungsrat halt dann dass den auch geben soll, aber dass der halt keine übermäßige Macht bekommen soll. Frage? Ja? Wenn dieser regulatorische Rat zusammenkommt und über ein Gesetzgebungsprojekt berät, ja, ist das schon Gesetz auf dem Tisch oder ist das alles noch in weiter Ferne? Es ist eigentlich in der Planungsphase von einem Gesetz. Das heißt, ob es dann schon geschrieben ist oder nicht, ich würde eher sagen, nein, das ist, sondern die Kommission sagt zum Beispiel, okay, wir planen jetzt hier das und das zu machen in dem Bereich, weiß nicht, irgendwie im Bereich Umweltschutz und dann geht es um diesen Regulierungsrat, jetzt beraten wir erstmal darüber. Also, und dann kommt halt nachher dieses Ganze, dann werden Kosten-Nutzen-Analysen erstellt, kann man dazu kommentieren und das dauert halt alles unheimlich lange und es ist halt die Gefahr, dass dadurch das alles verbessert wird und es ist halt sehr intransparent. Also es geht nicht simpel um Gesetze. Das sind alle staatlichen Maßnahmen betroffen. Also wenn irgendeine Behörde irgendwelche Grenzwerte für den Benzinverbrauch von Autos erhöht oder so, ne? Was in den USA sehr häufig so über Behördenregulierung oder weniger über Gesetzgebung, dann ist das davon betroffen. Oder wenn Auflagen von Kohlekraftwerken verändert werden sollen, dann fällt das genau auch darunter, soweit es handelsrelevant ist. Das ist quasi mal der Test. Und natürlich auch Gesetzgebung. Das ist explizit beschrieben in dem Vorschlag der EU, für welche Verfahrensschritte das Anwendung finden soll. Das ist bei der EU tatsächlich schon, wenn die Kommission einen Vorschlag macht. Das ist ja das Besondere, dass man immer mitdenken muss, wenn wir über die EU-Rechtssetzung reden, haben wir ja kein parlamentarisches Initiative. Es kann ein Parlament überhaupt keine Initiative ergreifen.
Aber es kann nur die Kommission. Das heißt, wir haben hier sowieso ein sehr exekutivlastiges Modell und jetzt kann in einer sehr, sehr guten Phase noch andere Interessenvertreter da eingreifen. Ne? Und das ist alles, bevor das ins Parlament kommt. Und bei der US-Ebene steht da auch dazu was drin. Da betrifft es auch tatsächlich Regulierung, vor allem von Agenturen. Also, ja, die Regulatorisch-Kooperationen sind so gefährlich. Also, erstmal, was man sich erstmal vor Augen führen muss, es gibt die Regulierungskulturen in der EU und in den USA sind sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, bei uns in Europa ist es so, dass bevor ein Produkt zum Beispiel auf den Markt kommt oder eine Chemikalie, dann muss sichergestellt werden, dass es nicht irgendwie schädlich ist für den Verbraucher. Und das muss wissenschaftlich auch bewiesen sein. Das nennt sich das Vorsorgeprinzip oder Precautionary Principle auf Englisch. Und in den USA ist es aber umgekehrt. In den USA ist es das Nachsorgeprinzip. Das heißt, es kann etwas so lange auf dem US-amerikanischen Markt sein, bis bewiesen ist, dass es schädlich war. Und das heißt, es ist nicht die Industrie, die da irgendwie vorher beweisen muss, okay, unser Produkt hat irgendwelche negativen Auswirkungen, sondern die Beweislast liegt eigentlich beim Verbraucher und die liegt bei den Agenturen, die zuständig für die Regulierung sind, zu sagen, okay, dieses Produkt XY hat negative Auswirkungen für uns. Das heißt, erstmal sind das zwei verschiedene Kulturen und es ist ganz schwierig, da eigentlich die auch unter einen Hut so zu bringen. Genau, und dann die zweite Gefahr ist natürlich die Absenkung der Standards, aber wir wollen uns ja gar nicht so sehr jetzt darauf fokussieren, ob wir jetzt Gentechnik und so weiter bekommen, sondern es geht eher um das System an sich, wie funktioniert es eigentlich. Und das hat die Expertin aus den USA auch nochmal betont, dass sich durch diese regulatorische Kooperation das europäische System dem amerikanischen annähern wird. Und das amerikanische System, das hat halt sehr viele demokratische Defizite, und die erkläre ich jetzt auch gleich. Und genau, das ist, warum man da sehr vorsichtig sein muss. Ja. Ich finde es trotzdem wichtig, dass in der Diskussion, dass man darauf achtet, dass man nicht so sehr dieses USA versus Amerika thematisiert. Das fällt mir auch jetzt bei einem Zeit wieder ein Artikel letzte Woche. Beherrschen uns bald die Amerikaner. Yeah. Das ist nicht die Frage, ob das die Amerikaner sind. Das ist der völlig falsche Blickwinkel der Nationalstaaten, finde ich, sondern das Wichtige ist, dass die Industrieinteressen die Demokratie beherrschen. Ja, ja, also das ist auf jeden Fall, also das ist auch gar nicht so, also es gibt ja dann verschiedene Themen, zum Beispiel, das ist ja nicht immer, dass die USA irgendwie niedrigeren Standards hätte als jetzt wir, gibt es ja auch mal umgekehrte Beispiele, zum Beispiel in den USA machen die sich halt totale Sorgen gerade um ihre finanziellen Dienstleistungen und so weiter, weil das da alles viel strenger ist und die gerade auch dabei sind, noch wieder neue strenge Gesetze dazu erlassen und da ist zum Beispiel Business Europe hier vorne mit dabei und die wollen auf jeden Fall da auf den amerikanischen Markt und wollen halt auch gerade dann durch diese regulatorische Kooperation schaffen, dass dann die Standards ja quasi angeglichen werden, bis für sie auch wieder einfacher wird. Das ist natürlich für beide Seiten irgendwie schlecht. Also deswegen ist ja auch da die amerikanische Zivilgesellschaft, es gibt auch eine Koalition aus NGOs, die sich da jetzt auch schon drauf fokussieren. Also es ist schon beidseitig auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem diese Struktur in den USA, die da besteht, gerade bei dem regulatorischen Management, die Agenturen und dann gibt es halt das übergeordnete Agentur Office of Information Regulatory Affairs, ist schon was Neues für uns und das System haben wir so nicht in der EU und da muss man sich auf jeden Fall mit beschäftigen, wie das da funktioniert, weil wir ja nachher mit denen dann zusammenarbeiten quasi. Das heißt, es ist schon wichtig, das einmal so nachzuvollziehen. Weil sich, wie gesagt, dieses Paper, was von der Kommission gibt, das ähnelt dem unheimlich, was jetzt schon auf USA-Seite gemacht wird. Genau, also es gibt ja diese zwei Systeme oder diese zwei Punkte, die man sich auf jeden Fall mal angucken soll. Das ist einmal das Notice-and-Comment-System im Bereich Regulierung und dann nochmal extra dieses OIRA, diese OIRA-Behörde. Also, in den USA, in den USA ist das System so, es gibt eine Reihe von Agenturen, das sind ein Dutzend Agenturen, das sind ziemlich viele, die für bestimmte Bereiche zuständig sind. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Environmental Protection Agency oder die Federal Agency for Federal Energy Regulatory Commission oder eine Agentur, die sich um Verkehrssicherheit kümmert. Also da gibt es eigentlich in jedem Bereich gibt's Agenturen, die da zuständig sind und die das die Regulation in den Bereichen dann implementieren müssen, die ausarbeiten, also das kann auch das Congress da was verabschiedet hat und die arbeiten das aus und die müssen das implementieren. Genau, und
So, und dann gibt es dieses Notice-and-Comment-System. Und es ist ja auch, wenn wir jetzt für den Regulierungsrat, ist es ja auch geplant, dass vorher diese Interessenvertreter konsultiert werden. Das heißt, es würde eventuell so ähnlich aussehen, wie es da jetzt auch schon maßgeblich passiert. Das heißt, bevor die Agentur ihre Regulierung implementiert, müssen sie die veröffentlichen und jeder hat die Chance, das zu kommentieren. Also Wirtschaft wie auch Zivilgesellschaft, was ja auch theoretisch eigentlich nicht unbedingt schlecht ist, aber es ist natürlich klar, dass die Mittel und Ressourcen von der Wirtschaft, von den Wirtschaftsvertretern, den Konzernen viel höher sind und die beteiligen sich auch viel, viel mehr daran als jetzt die Zivilgesellschaft, weil die auch gar nicht immer die Mittel dazu haben. Genau, und das Problem dabei ist, dass sich dann ein Großteil der Kommentare nur darauf bezieht, was sind eigentlich die Kosten von Regulierung, die ökonomischen Kosten, und die kann man ja auch in Zahlen darstellen. Das Problem ist, dass bei dieser ganzen Evaluierung zählen hauptsächlich Zahlen und Fakten. Und da ist es wiederum schwierig, auch als Zivilgesellschaft darzustellen, was sind denn die nichtwirtschaftlichen Kosten, was ist der nichtwirtschaftliche Nutzen, weil das viel abstrakter ist und viel schwieriger auch ja, quasi zu beweisen ist, und dadurch werden diese Argumente viel weniger berücksichtigt als jetzt harte ökonomische Kosten, die dann auf die USA in dem Fall zukommen können. Genau. Was das Problem auch dabei ist, ist, dass am Ende in den USA ist es so, dass fast immer in den meisten Fällen, wenn eine Regulierung verabschiedet wird, wird die von irgendeinem Konzern rechtlich angefochten. Das ist da die Norm, das ist ganz normal. Das heißt, die verklagen dann die zuständige Agentur und beziehen sich dann meistens darauf, dass entweder manche Zahlen nicht berücksichtigt wurden, die in irgendwelchen Kosten-Nutzen-Analysen standen, oder dass es Berechnungsfehler gab oder dass es Verfahrensfehler gab. Und sie kommen auch in den meisten Fällen mit ihren Klagen anscheinend durch in den USA. Und was da auch noch das Problem ist, ist das Problem der Klageberechtigung. Das ist im US-Recht auch ganz stark festgelegt. Man kann nur klagen, wenn man quasi direkt davon betroffen ist, und das kann ein US-Konzern kann einfacher sagen, okay, die Regelung betrifft unsere Geschäfte direkt, uns direkt, anstatt eines Verbrauchers, der irgendwie, da ist es ja viel abstrakter, also da ist es viel schwieriger zu sagen, ich bin jetzt direkt davon betroffen und ich kann irgendwie klagen. Also und das ist natürlich immer wieder auch eine Kostenfrage. Also das kann, also genau, und das ist der erste Grund, warum es zu so einem sogenannten Chilling-Effekt kommt. Das heißt, die Agenturen sind mit der Zeit in den USA, also die Regulierungsagenturen, sind zurückhaltender geworden zu regulieren, weil sie genau wissen, okay, das ist erstmal ein unheimlich aufwendiger Prozess und das dauert alles super lange, und was sind die Konsequenzen, was sind die Klagemöglichkeiten, die danach wieder aufkommen können. Also genau, und dann zum Zweiten gibt es dann aber dieses Office of Information Regulatory Affairs. Und das ist quasi die übergeordnete Agentur, die steht über allem anderen. Die ist direkt im Weißen Haus untergeordnet und die ist dafür da, die komplette Arbeit von allen Agenturen, die es gibt, zu koordinieren. Dass zum Beispiel dass keine in einer Agentur eine Regulierung erlassen wird, die im Konflikt steht mit einer Regulierung aus einer anderen Agentur. Das müssen die einmal so überprüfen. Und die müssen aber auch jede Regulierung, die von einer Agentur erlassen wird, müssen die absegnen. Das heißt, alles muss durch dieses OIRA-Institut gehen, sonst wird das nicht verabschiedet. So, und genau, also dieses OIRA besteht aus 45 Mitarbeitern, von denen sind 42 Mitarbeiter Volkswirte, plus dann gibt es noch die politischen Mitarbeiter, die immer weg mit dem Präsidenten halt wechseln, und das sind diejenigen, die auch immer so die Richtung bestimmen, in welche Richtung geht so gerade die Arbeit von OIRA. Genau, und OIRA, dadurch, dass es halt auch so viele Ökonome sind, die da sitzen, evaluiert Regulierung fast nur auf Basis von den Kosten- und Nutzenanalysen. Also die gucken sich Zahlen an und entscheiden dann auf Basis dieser Zahlen hauptsächlich. Und daher liegt die Lobbyarbeit der USA auch ihren Fokus auf dieses OIRA-Institut, weil das ist quasi das, was nachher die Entscheidungsmacht hat. Und man kann nachgucken im Internet, mit wem sie sich treffen, man weiß aber nicht, mit wem darüber gesprochen wurde, was war das Thema, das kann man alles nicht nachvollziehen. Und was man auch nicht nachvollziehen kann, ist, inwiefern wurde jetzt durch das OIRA die Regulierung geändert. Also die Experten aus den USA gesagt, dass OIRA noch nie gefordert hat, eine Regulierung strenger zu machen, aber sie schicken die immer wieder zurück in die anderen Agenturen und wollen irgendwelche Änderungsvorschläge oder wollen, dass sie nochmal einen komplett neuen Vorschlag schreiben, dass man dann
quasi nachher mehr Optionen hat. Die brauchen dann alle wieder das Kosten-Nutzen-Analysen, Impact Assessments. Aber man kann nicht nachvollziehen, was eigentlich dieses OIRA fordert. Das arbeitet sehr, sehr intransparent. Dieses OIRA, das quasi einen höheren Status als andere Agenturen. Ja. Das ist die quasi übergeordnet, ja, weil es direkt im Weißen Haus ist. Genau, genau. Das kann man nicht andere Agenturen auch anweisen, genau, Sachen zu machen. Ja, also schon, auf jeden Fall. Also das war auch in unserem Webinar. Also es gibt so einen Spruch in den USA, dass diese kleinen Agenturen quasi solche Mother-May-Eye-Meetings veranstalten. Das heißt, sie fragen, bevor sie irgendwas planen, erstmal OIRA, ja, wir haben ja das und das und wollen das so und so machen, was denkt ihr denn überhaupt? Um erstmal eine Einschätzung zu bekommen, wie da überhaupt die Chancen sind, dass OIRA das akzeptiert. Das heißt, auch da entsteht wieder dieser Chilling-Effekt, weil da auch wieder so gebremst wird für die Agenturen dann auch, Regulierung zu erstellen. So, und was jetzt aber wieder aus demokratiepolitischer Sicht, wo man sich jetzt nochmal darüber im Klaren sein werden muss, ist, dass es am Ende steht ja der eigentliche Titel Verhandlungstext fest und darüber wird dann abgestimmt im Europäischen Parlament, falls es ein gemischtes Abkommen ist, auch in den nationalen Parlamenten. Das ist aber nur der eigentliche Vertragstext, über den abgestimmt wird. Aber das Problem beim TTIP ist, es ist ein sogenanntes Living Agreement. Das heißt, alles, was jetzt nicht verhandelt werden konnte, weil da jetzt auch gerade nicht der Konsens für da ist oder es auch zu lange dauern würde, kann aber in Zukunft, zum Beispiel in diesem Regulationsrat, können die das da weiter aushandeln und weiter quasi sich darüber einigen, wie man da in Zukunft quasi weiterarbeitet. Und auf jede zukünftige Regulierung oder wenn jetzt auch Regulierung mal verändert werden soll oder auch erweitert werden soll, das muss dann durch dieses Prozedere gehen, durch dieses intransparente Prozedere, ob das ja, genau, wo das jetzt auch da steht, der Lobbyismus da wirklich einen Einfluss gewinnt. Und das wird aber dann nur einmal mit diesem TTIP-Verhandlungstext abgestimmt, das war's. Und danach existiert das und dann kann da auch nichts mehr irgendwie demokratisch irgendwie nachher abgestimmt werden. Bestehende Regulierung kann doch eigentlich nicht verbessert werden durch den regulatorischen Markt. Es geht doch um Erhöhung von Standards, ja, der öffentlichen. Das habe ich Sie auch gefragt, was mit den bestehenden Regulierungen ist. Und Sie hat gesagt, sie sagt vorsichtig, aber sie würde auch eher sagen, dass die bestehenden Regulierungen nicht so das große Thema sind, sondern eher, wie werden die weiterentwickelt oder was soll neu kommen. Also das ist das in Zukunft, eher was in Zukunft gemacht werden soll, dass das ist, worauf sich der regulatorische Rat dann auch fokussieren wird. Genau. Und was halt dann noch ein ganz großes Problem ist, ist die Kombination von der regulatorischen Kooperation mit dem ISDS, wo ich hier gleich nochmal spreche. Das Problem ist ja hier, es ist ja institutionalisiert dann, dass Interessenvertreter schon weit im Voraus in der Planungsphase von neuen Regulierungen in der EU und den USA mit einbezogen werden, also darüber informiert werden, sie können sich selber darüber äußern und so weiter. Und das heißt, sie wissen schon, was ist da geplant. Und dann können sie da auf Basis dessen entweder damit drohen, okay, wenn ihr das macht, machen wir ISDS-Klage. Also entweder drohen sie damit oder sie haben halt schon sehr, sehr viel Information, um gegebenenfalls so etwas vorzubereiten. Und das ist überhaupt, und das ist ganz schwierig und auch ja, ziemlich gefährlich, was das in Kombination dann quasi nachher ergeben würde, wenn man das zusammen verabschiedet. Genau, und dann, genau was ich schon gesagt habe, es wird halt dem OIRA sehr ähneln und dann nochmal im Großen und Ganzen, es ist schon eine Art Umgehung parlamentarischer Demokratie. Die Zeit Online hat von Outsourcing der Demokratie gesprochen vor einigen Wochen, weil Lobbyismus Einfluss hier einfach nochmal erhöht und das Parlament kriegt nachher quasi diesen durchgekauten Vorschlag vorgelegt, aber in der ganzen Phase davor gab es überhaupt keine demokratische Legitimation.